mit mir auf dem Podium. Also ich bin Inge Höger, die Landessprecherin der Linken hier in Nordrhein-Westfalen. Mit mir auf dem Podium sitzt links von mir Angela Klein, Chefredakteurin der Sozialistischen Zeitung Schott. Ganz links Hubertus Zebel, unser Bundestagsabgeordneter im Bereich Klimapolitik. Und rechts von mir Steffen Kühn von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der BRW Klimageist. Das Thema dieses Abschlusspodiums lautet, wie gesagt, Kapitalismus versus Ökosozialismus. Der Begriff Ökosozialismus, auch wenn hier gleich die ersten Pro-Stimmen kamen, ist im Gegensatz zu dem Begriff Sozialismus noch nicht so weit verbreitet, aber vielleicht kriegen wir es ja hin, dass sich das ändert. Gerade in linken Kreisen würde bisher ja eher vom sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft mit dem Ziel des Sozialismus gesprochen, aber ist schon in die gleiche Richtung. Wenn wir nochmal zurückdenken, gibt es spätestens seit dem Bericht des Club of Rome in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, lang ist schon her, den Hinweis auf die Grenzen des Wachstums und eigentlich seitdem klar, dass wir einen grundlegenden Wechsel in der Wirtschafts- und Umweltpolitik dringend brauchen. Es mehren sich die Hinweise, wollen wir gleich auch ein bisschen näher hinterfragen, dass Kapitalismus und eine nachhaltige Wirtschaftsweise unvereinbar sind. Seit den 70er Jahren wird in diesem Zusammenhang, wenn auch mit unterschiedlicher Ausrichtung, von der Notwendigkeit des Umbau der Industriegesellschaft zu einem ökologischen Materialismus oder Ökosozialismus gesprochen. Auch innerhalb der Grünen gab es eine Strömung, die sich Ökosozialisten nannten. Und seit einigen Jahren gibt es ein ökosozialistisches Netzwerk, das die ökosozialistische Erklärung von Belem unterstützt, die aus dem Weltwirtschaft, aus dem Weltsozialforumsbewegung hervorgegangen ist. Das ist genau Gegenteil und Gegenstück zum Weltwirtschaftsforum und hat sich ja auch als Gegenbewegung entwickelt. Und es gibt ein sehr gründliches Buch von Naomi Klein, vielleicht kennen das auch einige von euch. Sie postuliert in ihrem Buch wirklich für eine Entscheidung zwischen Kapitalismus und Klima und sagt, wir brauchen eine mächtige Massenbewegung, damit es gelingt, die Menschheit sowohl von den verheerenden Auswirkungen eines zutiefst ungerechten Wirtschaftssystems als auch den Folgen eines destabilisierten Klimasystems zu bewahren. Also ihr Buch heißt Kapitalismus versus Klima. Nach diesen kurzen Vorbemerkungen hoffe ich auf eine interessante Diskussion mit meinen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern und stelle eine erste Frage an alle drei. Wir haben im Laufe des Tages in den verschiedenen Podien und Workshops über die Ursachen der Klimakatastrophe diskutiert. Die Klimagerechtigkeitsbewegung und Fridays for Future fordern radikale Maßnahmen, um den Planeten zu retten. Der Club of Rome hatte bereits in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts vor den Grenzen des Wachstums gewarnt. Was ist aus eurer Sicht die grundlegende Ursache des Klimawandels bzw. der Klimakrise? Ich fange mal bei Hubertus an. Ja, okay. Also grundsätzlich erstmal schön, dass so viele heute gekommen sind. Ich freue mich, dass wir heute dieses ernste und wichtige Thema diskutieren können. Im Rahmen der Linken. Inge, du hast gerade den Club of Rome erwähnt. Tobi, Mikro ist nicht an. Ach, Mikro ist nicht an. Jetzt ist es ja. Hoffentlich an. Okay. Okay, also wie gesagt, Inge, du hattest gerade den Club of Rome in deinen einleitenden Worten genannt. Ich glaube, wir können auch sogar noch weiter zurückgehen, nämlich zum Beispiel auf einen gewissen Karl Marx, der bereits im Jahre 1867 im Kapital geschrieben hat, dass der Kapitalismus die Sprungquellen allen Reichtums untergräbt, nämlich, Zitat, die Erde und den Arbeiter, Zitat Ende. Und um auf deine Frage zurückzukommen, nach meiner Auffassung ist es ganz klar der Kapitalismus, der den Klimawandel verursacht hat und auch weiter verursacht. Und deswegen, ich betone das nochmal ausdrücklich, weil ich es grundsätzlich für falsch bzw. verkürzt halte, in Klima
Klimawandel lediglich auf eine sogenannte konsumistische Lebensweise des Westens oder Ähnliches zurückzuführen. Ich glaube, das ist erstmal. Ich glaube, der ökosozialistischen Linken muss es um mehr gehen als um bloße Kritik an individuellen Lebensstilen. Die sind nämlich wesentlich Ausdruck der generellen Entwicklungen und Verhältnisse des Kapitalismus. Wir müssen vielmehr in den Mittelpunkt stellen die Konkurrenz und der Wachstumszwang, die im Kapitalismus zu einem immer größeren stofflichen Output führen. Ohne den Verkauf von Waren keine Gewinne. Ohne Gewinne keine Kapitalverwertung und ohne Kapitalverwertung herrscht Krise. Und deshalb wird unter anderem auch so viel Warenschrott zum Beispiel produziert, der kaum noch reparierbar ist, wo es günstiger ist, sich quasi zum Beispiel einen neuen Drucker zu kaufen, als zum Beispiel nochmal in irgendwelche Tonertinte oder so zu investieren, um das nur an diesem einen Beispiel vielleicht zu verdeutlichen. Und da müssen wir, glaube ich, konkret dran, an diese ganzen globalen Produktionsketten, die massiv umweltschädlich sind und soziale Standards quasi drücken. Nach meiner Auffassung gehören deswegen auch die ökologische Frage und die soziale Frage zwingend zusammen. Und es ist eine Frage der Klassengesellschaft, in der wir leben. Das heißt, wir müssen den Kapitalismus beerdigen. Das ist meine Kernauffassung. Ich nach mit Karl Marx begonnen hat, mich dann auch weiter anknüpfen. Marx hat sich im Gegensatz zum allgemeinen Glauben auch der Linken sehr stark mit ökologischen und naturwissenschaftlichen Fragen beschäftigt. Und er macht den Beginn einer systemischen Naturzerstörung macht er fest an den Enclosures. Das waren die Einzäunungen von Weideland in England, um, sage ich jetzt mal, zu einem kommerziellen Zweck für den Markt, Schafe und damit Wolle zu produzieren. Und er sagt, das war den Bruch macht er also fest am Hingehen sagen, das ist mein Stück Land, das ist privat. Privateigentum an Produktionsmitteln. Freihandel, globalen Freihandel und so weiter. Aber das ist völlig klar, wo da die Ursachen liegen und woran wir die Schraube zu drehen haben. Zweites 3 Minuten eigentlich. Ne? Ich versuche das dann, deswegen mal knapper. Also die erste Frage, woran liegt der Klimawandel, müssen wir, glaube ich, jetzt hier gar nicht groß darlegen. Das ist heute hier ausführlich dargestellt worden. Wir haben einen Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre, der ist maßgeblich menschengemacht. Es gibt daneben, also Verfeuerung vor allem fossiler Energien, es gibt daneben Methan, es gibt Landnutzungsänderung. Das wisst ihr alle. Das ist das Problem, das maßgebliche Problem neben vielen anderen ökologischen Krisen, was uns gerade in so eine existenzielle Krise treibt und im besten Falle auch für sozialistische Lösungen wieder neue Diskursräume eröffnet, weil viele Leute in Zweifel geraten, dass die Angebote, die da draußen gerade an Lösungen gemacht werden, dass sie funktionieren können. Die Skepsis ist richtig. Was das jetzt noch fehlt, ist quasi die Brücke zu unseren Alternativen. Und da würde ich sagen, was ist das Problem der Klimakrise? Das sind schon auch wir, und jetzt meine ich nicht unser Konsum und so weiter, das ist eine andere Debatte, sondern ich meine, dass die Abwesenheit einer gesellschaftlichen Alternative, einer linken Alternative jenseits des Kapitalismus, die eigentlich unsere Aufgabe wäre, dass die im Moment nicht ausreichend quantitativ und auch qualitativ vorliegt. Das liegt auch an uns. Wir sind als politische Linke und auch als sozialistische Partei im Moment meines Erachtens nicht so aufgestellt, wie wir es Anfang des Jahres 2020 sein müssten angesichts dieser Krise. Deswegen ist es, glaube ich, zu billig, wenn wir nur sagen, der Kapitalismus hier, den müssen wir überwinden, das ist es. Es hat auch viel mit uns zu tun und damit, wie wir jetzt gerade bestimmte Debatten anstoßen. Wir haben heute über viele Sachen gehört. Im Moment sind wir noch nicht ausreichend in der Lage, Angebote zu machen, die genug Menschen für ein gesellschaftliches Erneuerungsprojekt zusammenbringen, wo Ökologie und Sozialismus zusammenlaufen.
erstmal vielen Dank für die erste Runde. Da schließe ich jetzt gleich an. Wir haben eigentlich nicht genug Bewusstsein, um das wirklich ja, die soziale Frage mit der ökologischen Frage zu verbinden. Und haben andererseits gehört, es gab die Hinweise vom Club Autorum, es gab mal eine ökosozialistische Strömung in den Grünen. Hubertus, du warst mal Mitglied bei den Grünen, ich glaube auch ein Teil dieser ökosozialistischen Strömung. Was ist aus den Grünen geworden und warum können wir nicht mit ihnen gemeinsam für Ökosozialismus kämpfen? Sehr schöne Frage, Frau. Ja, die Frage ist natürlich völlig richtig. Also die meisten von euch wissen, dass ich lange bei den Grünen war, in den 80er Jahren. Ich gehörte damals dieser gerade erwähnten ökosozialistischen Strömung an. Ich habe mir jetzt nochmal den Spaß gemacht und bei mir nochmal in der Bibliothek nachgeguckt und ein altes Buch gefunden, nämlich das Buch Die Zukunft der Grünen von Thomas Ebermann und Rainer Trampert, die damals sehr, sehr wichtig bei den Grünen waren. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass die Ökosozialisten allein hegemonial waren bei den Grünen in den, sagen wir, etwa Mitte der 80er Jahre. Das wäre, glaube ich, übertrieben. Aber sie hatten zumindest eine hohe Bedeutung. Und in diesem Buch heißt es unter anderem, ich zitiere mal kurz, um das auch noch mal so deutlich zu sagen, da stehen nämlich auch 12 Thesen drin. Die Menschen, These 1, die Menschheit zerstört gegenwärtig ihre natürlichen Lebensgrundlagen. Und These 2, die Zerstörung hat offensichtlich mit den inneren Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zu tun, Klammern Zwang zu Wachstum, Akkumulation, rücksichtslos aus Gründen von Profit, Konkurrenz. Dieser, also gemeint ist der Kapitalismus, muss überwunden werden. Das stand damals zum Beispiel in diesem Buch drin als eine der Kernthesen. Und die Grünen insgesamt haben sich natürlich inzwischen komplett geändert. Also jetzt wird nicht mehr darüber geredet, wie auch nach Mitte der 80er Jahre um den sozialen ökologischen Umbau der Gesellschaft. Das gab ja etwa 86 herum dieses Umbauprogramm der Grünen, sondern jetzt geht es den Grünen nur noch um die ökologische Modernisierung der Marktwirtschaft. Da haben natürlich einige Kräfte gewirkt. Also der ehemalige Straßenkämpfer Joschka Fischer ist natürlich dafür immer noch das beste Beispiel, aber sicherlich nicht der Einzige, der in diese Richtung gewirkt hat. Und die Grünen sind inzwischen eine tatsächlich komplett angepasste Partei an den quasi den grünen Kapitalismus geworden. Und ich glaube auch, dass in diesem ganzen Zusammenhang es auch darum geht, immer wieder festzuhalten, dass natürlich auch im Laufe der Jahre das parlamentarische System im Kapitalismus die Politikerinnen und Politiker beinahe zwangsläufig korrumpiert. Also ich kann das auch aus eigenem Beispiel nennen, also das Zeitfachverbot in Berlin durch die zu irgendeinem Frühstück oder irgendeinem Brunch oder irgendwelchen anderen Sachen eingeladen werde, also salopp formuliert, Abgeordnete können sich quasi auf Kosten dann der Energiekonzerne oder sonstiger interessierter Lobbygruppen den ganzen Tag kugelrund dadurch essen, um es mal so auszudrücken. Und das passiert natürlich mit System. Und ich glaube halt, das muss allen auch bewusst sein, also dabei nicht käuflich zu werden, diesen ganzen Sachen aus dem Weg zu gehen und tatsächlich zu wissen, von wem man gewählt worden ist, zu wem man hört und gehört. Aber das ist, glaube ich, ganz entscheidend bei der ganzen Sache. Das muss, glaube ich, auch klar sein, weil dass das eben auch dann entsprechend eben bewusst eben auch eingesetzt wird. Und ich glaube, deswegen ist mein oberstes Motto, und das gilt, glaube ich, auch für, ich will jetzt nicht sagen alle, aber zumindest für sehr viele bei uns in der Fraktion, die eben auch sagen, sei nicht käuflich in dieser ganzen Hinsicht. Und wir haben klar, wer da unsere Gegnerinnen und Gegner sind und setzen uns auch für eine entsprechend nicht käufliche Politik ein. Die Politiker an den Füßen fassen oder an den Boden zurückziehen, sie mit den sozialen Bewegungen in Verbindung bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das war mir in meiner Zeit im Bundestag auch wichtig. Ich habe jetzt hier Angela Klein von der Zeitung SOZ. Die SOZ schreibt ganz viel über Aktivitäten der Klimagerechtigkeitsbewegung und unterstützt den Kampf gegen den Klimawandel. An dich die Frage, was verbindet die Proteste für den Erhalt des Hambacher Waldes, die Streiks von Fridays for Future, mit dem Kampf für einen Systemwandel? Ja.
die Radikalität von Gruppen oder Bewegungen wie Fridays for Future, aber auch den zahlreichen, zahllosen, mittlerweile unübersehbar vielen Initiativen gegen den Klimawandel und Proteste dagegen. Die Radikalität dieser Bewegungen liegt in ihrer Unbedingtheit. In dem einfachen Satz, mit der Natur kann man keine Kompromisse schließen. Naturgesetze stehen über den Menschen und der Mensch kann sie nicht aushebeln. Und zu diesen Naturgesetzen gehören zweierlei mindestens. Erstens, die Ressourcen sind endlich. Und zweitens, ökologische Kreisläufe kann der Mensch nicht ungestraft durchbrechen. So einfach ist das Niveau, von dem aus Sie aktiv sind. Und Sie haben ein Bewusstsein davon, wie dringlich die Situation ist, dass wir nicht mehr, also Sie gehen davon aus, in Ihrer Lebenszeit muss sich da radikal etwas ändern, damit Ihre Kinder noch eine Zukunft haben. In ihrer Lebenszeit. 10 Jahre eigentlich. Sie wissen, das Klima ist, der Klimawandel ist menschgemacht. Sie wissen, der Kapitalismus ist schuld. Viele wissen das. Aber sie fordern auch, Naturgesetze muss man respektieren, man muss sie verstehen. Aber dass man auch den Kapitalismus verstehen muss, damit man hingehen kann und eine Produktionsweise in Gang bringen kann und eine Lebensweise in Gang bringen kann, die mit der Natur in Einklang zu bringen ist. Diesen Schritt haben Sie nicht. Deswegen bleiben Ihre Lösungen und Ihre Analysen bleiben an sich relativ an der Oberfläche. Ne? Meistens kommt dann irgendwie, man muss den individuellen Konsum ändern, die Lebensgewohnheiten und so weiter, was ja auch vielfach sehr richtig ist. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Das Problem ist nur, dass wenn es auf der individuellen Ebene bleibt, dann stößt man sehr schnell an die Grenzen, weil die Strukturen der Produktion und auch die Strukturen des Konsums, der Distribution halt so sind, dass das nicht geht. So. Also da ist einfach eine, sage ich jetzt mal, eine klare Kapitalismuskritik, die versteht, an welchen Punkten tatsächlich dieses System die Natur zerstört und wie man das überwindet. Das wäre hilfreich, um, sage ich jetzt mal, Natur und Kampf für die Natur und Kampf für den Menschen, für eine andere Gesellschaft zusammenzubringen. Die Fridays belassen es in aller Regel beim Appell an Politiker. Sie sagen immer, wir können nicht, die Politik muss. So, ich glaube, an der Stelle müssen wir sagen, nein, ihr seid richtig da, wo ihr seid, auf der Straße. Und das muss sich verstärken, das muss von unten kommen, von den Bewegungen kommen, von oben kommt es nicht. Es gibt in der Partei der Linken schon lange die ökologische Plattform, die sich mit Fragen der Ökologie beschäftigt. Trotzdem hat sich vor kurzem eine Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit gegründet. Steffen ist einer der Gründungsmitglieder und ich frage mich, warum habt ihr diese BAG gegründet? Reicht die ökologische Plattform nicht? Brauchen wir da mehr? Wie brauchen wir Leute? Ich will erstmal, damit wir ein bisschen Kontroverse reinbekommen, meiner Vorrednerin so ein bisschen widersprechen. Ich kenne haufenweise Leute bei Fridays for Future, die eine ganz explizite Kapitalismuskritik haben. Und es mag sein,
mag sein, dass die Veröffentlichung quasi dem Diskursstandard quasi der sonst entspricht. Das wäre aber auch ein bisschen komisch. Ich glaube, das Selbstverständnis dieser Bewegung, wie sie intervenieren, ist ein anderes. Die Debatten dort in diesen Gruppen, bei den Leuten, die das zum Teil erst seit wenigen Monaten anpolitisiert miteinander machen, die ist enorm beeindruckend und wir sollten da sehr vorsichtig sein mit so einer, ich sag mal, linken Arroganz zu sagen, ihr habt es noch nicht genug verstanden in der Gesellschaftskritik. Du hast jetzt die Frage gestellt, brauchen wir mehr? Ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen überall mehr. Die ökologische Plattform braucht mehr. Wir brauchen aber ganz, ganz viele Strukturen, die diese Sachen bearbeiten. Wir haben mit der ökologischen Plattform eine verdiente Struktur, die wirklich seit Jahrzehnten eine Arbeit macht, auch in Zeiten, als das Thema noch nicht so große Rolle gefüllt hat, als sie auch noch verlacht wurden, als es ganz andere Widerstände gab. Es ist gleichwohl so, dass es daneben eine Reihe anderer Strukturen gibt. Zum Glück auf Landesebene, auf kommunalen Ebenen gibt es Arbeitsgruppen, in den Jugendstrukturen, die Studierendenverbänden, gibt es überall Gruppen, die zu diesen Fragen arbeiten. Und nichtsdestotrotz gab es vor ein, zwei Jahren immer mal wieder Treffen, wo Leute zusammenkamen am Rande von Konferenzen und anderem und gemerkt haben, sie sind eigentlich Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das heißt, sie laufen bei Ende Gelände mit. Das heißt, sie sind vernetzt mit Leuten vielleicht in anderen Ländern. Sie sind auf der Straße in Protesten und sie diskutieren eine globale Analyse dazu. Sie haben das Gefühl gehabt, in unserer Partei gibt es nicht wirklich so einen Ort, wo man da zusammen diskutieren kann. Und also die BAG Klimagerechtigkeit ist nicht gegründet worden aus Unzufriedenheit mit der ökologischen Plattform, wohl aber aus Unzufriedenheit mit unserer eigenen Partei und mit der gesellschaftlichen Linken insgesamt. Es ist ein Vernetzungsansatz und da müssen wir uns nichts vormachen. Bundesarbeitsgemeinschaften sind nicht das Allertollste, was man machen kann. Ich weiß nicht, wer von euch in einer organisiert ist. Die meisten laufen nicht so gut. Das haben wir auch diskutiert. Brauchst du jetzt noch so einen Ansatz, noch so ein bundesweites Ding, wo man einmal im Jahr hinfahren kann? Die haben kein Geld, es ist viel zu... Also was soll das? So, und haben aber gesagt, keine BAG ist auch keine Lösung. Wir wollen es wenigstens versuchen. Wir organisieren uns ein bisschen anders, das heißt, wir haben ein Konsensprinzip festgeschrieben in unserer eigenen Satzung, das heißt, es gibt keinen Sprecherinnenrat oder sowas, sondern es gibt einen Ansatz, über thematische Arbeitsgruppen miteinander vernetzt zu sein. Also, es gibt uns jetzt ein Vierteljahr, wer will, kann sozusagen gezielt zur Energie arbeiten. Die Energieleute haben auch einen Brief an die Fraktion geschrieben, einen Tag bevor sie das beschlossen haben, so richtig ganz viel rumgekommen ist vielleicht noch nicht. Nichtsdestotrotz sagen natürlich aber auch wir, es ist gut, dass wir jetzt programmatisch mal an so einer Stelle sind, dass es als Linke einen Klimaaktionsplan gibt, Klimagerechtigkeit sogar. Und ich kann nur empfehlen, googelt mal nach dem Ursprungsentwurf von November, den hat der AK, der das vorbereitet und eingereicht hat, geschrieben, da sind viele gute Sachen noch drin, die rausgeflogen sind, legt die vielleicht auch mal nebeneinander, dann weiß man genau, wo die Debatten in unserer Partei gerade laufen. Und da soll man auch sagen, es ist positiv, dass dieser Klimaaktionsplan jetzt da ist und dass wir vielleicht auch hier noch Federn gelassen haben. Das bedeutet nämlich eigentlich erstmalig, dass die Leute die ökologische Position jahrelang haben links liegen lassen. Erstmalig gezwungen sind, die zu führen. Vor Jahren hätten die das einfach ignoriert. Das geht nicht mehr. Wir sind jetzt da, es gibt linke Ökos, die auch sagen, das ist kein Widerspruch, das ist diese ganzen Erzählungen von Entsagung und falschen, diese falschen Gegensätze gibt es für uns nicht. Die soziale Frage ist heute ganz ursächlich in der Klimagerechtigkeitsfrage. Darüber streiten wir mit euch, das lassen wir euch nicht mehr durchgehen. Das ist der Anfang der Diskussion. Dieser Klimaaktionsplan wird in 5 Jahren nicht mehr unser Positionsstand sein, denn dann ist die Lage so, dass wir weiter sind. Da bin ich sehr froh drüber, da freue ich mich drauf. Und natürlich, wenn ihr mitmachen wollt, wenn wir die Klimagerechtigkeit, haben wir Gründungserklärungsformulare hier und ich beantworte gerne alle Fragen. Wir brauchen viele, viele Leute überall in der Bundesrepublik. Vielen Dank. Ja, ich glaube auch, wir brauchen viele, viele Leute, damit die Bundestagsfraktion und die Linke radikaler wird in ihren Forderungen. Wir haben vorhin von Uwe Witt so ein kleines Gefühl davon gekriegt, von diesem Aktionsplan Klimagerechtigkeit und was da drin steht und was für Diskussionen es in der Bundestagsfraktion gab. Hubertus, vielleicht kannst du noch mal sagen, reicht der überhaupt aus, um schnell zu Veränderungen zu kommen, die eigentlich notwendig sind, wie wir ja immer wieder feststellen? Ich bin jetzt erstmal sehr froh, dass wir überhaupt diesen Klimaaktionsplan in der Bundestagsfraktion beschlossen haben. Und zwar mit sehr, sehr großer Mehrheit. Und das ist in der Tat ein einmaliger Prozess bisher gewesen. Ihr müsst nicht vergessen, woher wir kommen. Also bis vor einigen Jahren ist das Thema Ökologie bei uns in der Bundestagsfraktion einfach weggelächelt worden. Das war ein Nischenthema, was vor allen Dingen leider dann eben als Spezialthema der grünen städtischen Mittelschicht nur gesehen wurde. Und dann als kommunizierende Röhre. Ich sage es euch nochmal, ich habe es vor einigen Monaten beim Landesrat auch mal sehr, sehr offen gesagt.
Wir haben noch in dieser Legislaturperiode keinen einzigen Antrag unserer Fraktion, der aus dem Umweltbereich kommt, mit Debatte in den Bundestag eingebracht. Das ist die reale Situation, mit der wir es nach wie vor als, sagen wir mal, eher dem sozial-ökologischen Umbau verpflichteten Abgeordneten zu tun haben. Und für mich ist es schon ein Fortschritt, und das macht auch deutlich, dass das Thema Klimagerechtigkeit, Klimakatastrophe jetzt definitiv auch in der Bundestagsfraktion angekommen ist, dass auch jetzt das erste Mal auch diejenigen aus dem wirtschaftlichen Bereich, aus den gewerkschaftlichen Flügeln dabei waren und mitdiskutiert haben. So, dass das dann natürlich bis zu einem bestimmten Grad ein Kompromiss geworden ist. Steffen hat es ja gerade angesprochen, wo es Quellen gibt, sich die ursprünglichen Entwürfe, die ja vor allen Dingen auch unter maßgeblicher Beteiligung der Fachreferentin der Bundestagsfraktion zustande gekommen sind und wo es dann wieder Streichungen gegeben hat. Natürlich ist es nicht genug letztlich an einigen Stellen. Das ist mir vollkommen klar. Je mehr, desto besser, dass sich die Partei in diese Richtung stärker entwickelt. Aber trotz alledem glaube ich schon, dass es ein immenser Fortschritt ist und dass auch ganz konkrete Antworten gegeben werden auf die aktuellen Herausforderungen. Ich selber spreche ja im Kern auch immer lieber von einem klimapolitischen Dreischritt, den wir machen müssen. Es gibt einerseits geht es um klimapolitische Sofortmaßnahmen. Die Bevölkerung erwartet von uns Antworten auf ganz konkrete Sorgen, die sie haben und Probleme, die auch da sind, die sich auch immer wieder zeigen, sei es im verkehrlichen Bereich, sei es bei dem Ausstieg aus der Kohle und, wie ist dann die Energieversorgung noch zu sichern, wie geht es eigentlich dann, wie kann es dann sozial gerecht nach wie vor zugehen? Das ist der eine Punkt, kurzfristige klimapolitische Sofortforderungen und Antworten zu geben. Auf der anderen Seite brauchen wir aber damit zusammenhängend ein Konzept, die tatsächlich die Klimakrisenprofiteure auch benennen und die dann auch letztlich zur Kasse gebeten werden müssen. Das passiert ja jetzt genau eben wieder nicht. Wenn ich mir das Kohlepaket oder das Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung angucke, wer sind denn die eigentlichen Profiteure? Das sind doch diejenigen, die quasi das verursacht haben die ganze Zeit und die sollen jetzt wieder die Milliarden bekommen. Für die Entschädigung der betroffenen Malocherinnen und Malocher dann wieder von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bezahlt werden soll, anstatt tatsächlich die Verantwortlichen dafür mal tatsächlich zu benennen und zur Kasse zu bitten. Das ist doch der Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich die langfristige Perspektive auf die Entmachtung der Konzerne und die Abschaffung des Kapitalismus zu legen. Das leistet dieser Klimaaktionsplan. Es ist ja auch ein Aktionsplan jetzt ganz konkret, nach meiner Meinung nach zu wenig. Das finde ich auch grundsätzlich. Aber was er schon leistet ist, und das ist ein immenser Fortschritt, dass wir konkret uns den Sachen gestellt haben, die jetzt anstehen und auch ganz klare Antworten in bestimmten Bereichen quasi auch formulieren. Ich will jetzt nicht all das wiederholen, was Uwe Witt heute schon gesagt hat zu unserem Klimaaktionsplan, aber da stehen ja ganz konkrete Sachen drin in allen möglichen Bereichen. Und ich sag mal so, wenn wir nur einen Teil davon durchgesetzt bekämen, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter in dieser Republik. Die Realität ist aber die, und davor warne ich auch, dann zu sagen, wir haben natürlich auch Gegenkräfte, die am Werk sind. Wir sind nach wie vor in Abwehrkämpfen. Wer hier heute behaupten würde, die Atomkraft sei schon tot in Deutschland, der hat den Knall nicht gehört. Die Gegenseite ist weiterhin dabei, um diese Sachen voranzubringen. Ich bin atompolitischer Sprecher unserer Fraktion, ich weiß, wovon ich rede. Das heißt, auch das muss man sehen, was unter den gegebenen Kräfteverhältnissen möglich ist. Und dafür gilt es nach wie vor, je stärker die Leute sich selber für ihre eigenen Interessen einsetzen, trotz aller Schwächen und Unklarheiten, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Denn ansonsten bewegen sich im Bundestag nur die Gardinen. Das ist zumindest meine Erfahrung, wenn sich außerparlamentarisch nichts tut. Nur die Gardinen bewegen, sondern wirklich ein bisschen mehr passiert. Steffen, was wäre aus deiner Sicht an Sofortmaßnahmen dringend notwendig, wofür wir uns jetzt einsetzen müssen, um den Klimawandel zu begrenzen, die Emissionen zu begrenzen und die Gesellschaft umzubauen?
Ja, es wäre jetzt ein bisschen billig. Ich kann natürlich auf dieses Dokument verweisen. Man kann auch im Übrigen auf unsere Wahlprogramme verweisen. Die sind nämlich interessanterweise auch besser als unsere praktische Politik. Vielleicht ist euch das auch schon öfter mal so gegangen, dass ihr mit Genossinnen und Genossen am Infostand wart und da kam jemand, der hatte so ein bisschen Ahnung vom Öko-Thema und hat dann Sachen zu unserem Programm gefragt. Die allermeisten Mitglieder bei uns können diese Fragen nicht beantworten, weil es nicht Teil ihrer linken Identität ist. Unser Programm ist relativ gut. Wir gewinnen manchmal sogar die Conteste. Das heißt, wir haben diese Lösung. Lass mir es jetzt mal auf diese drei großen Felder, die meistens genannt werden, sagen. Energie, so, Kohleausstieg ist ein Thema. Natürlich muss ich euch in NRW hier nicht erzählen. Da gibt es Auseinandersetzungen, auch genau dieses Jahr. Da gibt es mit Datteln sozusagen Kraftwerk, das neu ran soll, völlig absurd. Es gibt die Auseinandersetzung um Garzweiler, es gibt die Auseinandersetzung nach wie vor um den Hambacher Wald. Es gibt Ende-Gelände-Aktionen rund um den 8. August, da sollten wir alle hingehen. Da sollten wir sichtbar sein und sollten sagen, diese Auseinandersetzung ist unausstehend. Man könnte sich jetzt für die Landwirtschaft sich angucken, ja, also die Art, wie wir Tierproduktion machen, die ist nicht nachhaltig, die funktioniert so nicht. Mineralischer Dünger, da müssen wir eigentlich sofort ran, das runterzufahren. Es gibt diese Lösung, EU-Agrarpolitik, auch hier haben wir viele gute Positionen. Mit Sofortmaßnahmen ist es immer ein bisschen schwierig, weil das klingt so, wie wir legen einen Schalter um und morgen ist es anders. Das wird bei den meisten Feldern nicht so sein, auch nicht bei dem, was jetzt für Mobilität naheliegt, nämlich total massiver Ausbau der Bahnstrecken oder überhaupt des Nahverkehrs. Und schrittweise massive Absenkung und dann kostenloser ÖPNV für alle. Das sind Forderungen, die sind nicht völlig absurd, das ist total machbar. Das ist eine Frage von Verteilungskämpfen und von Machtfragen. Also wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, das will ich auch gar nicht wiederholen. Ich glaube, wir haben als Linke hier einen Vorteil gegenüber den Grünen und anderen. Wir können nämlich argumentieren, dass der massive Umbau, den wir für notwendig halten, dass der nicht über Steuern oder irgendwas bei ganz normal in der Breite, wir holen uns die Kohle von den Reichen, denn wir brauchen sehr viel Geld für den Umbau in der kurzen Zeit. Dafür hat der Green New Deal und das ganze Gedöns, was ich von anderen erzählt habe, keine Lösung. Wir brauchen eine massive Umverteilung, erstens, weil nur gesellschaftliche Gleichheit eine Voraussetzung ist, dass man mit Leuten auch über sowas wie Besteuerung überhaupt reden kann und es massiv unsozial wird. Und weil verdammt nochmal sehr viel Geld damit gemacht wurde, die Welt zu zerstören in den vergangenen Jahren, dieses Geld brauchen wir jetzt, um den Hebel umzulegen. Angela, nicht nur in der Linken gibt es die Diskussion, ob industrielles Wachstum durch die Umstellung auf ressourcenschonende Produktion und erneuerbare Energien es das weitergeben kann oder ob wir da ein massives Umdenken und eine Wachstumskritik und die Grenzen des Wachstums erforderlich sind und eine Diskussion darüber. Ja, ich wollte ganz kurz nur noch mal zu Herrn Freides einfach ja, weil das natürlich ein bisschen billig irgendwie, ja. Mein Herangehen ist überhaupt nicht irgendwie von oben herab mit dem Zeigefinger, die hat man nicht genügend verstanden. Das ist nicht der Punkt. Aber es gibt bisher in der Bundesrepublik keine breite Bewegung für einen ökosozialistischen Umbau. Das gibt es einfach nicht. Das sind ganz marginale Felder. Aber, und die Grundlage dafür ist ja, wie kann ein ökologisches Ziel verwirklicht werden durch die Veränderung der Produktionsverhältnisse. Das heißt, durch Bewegung in Betrieben, in Büros und so weiter und so weiter. Wie verbindet sich konkret die ökologische Bewegung mit der Gewerkschaftsbewegung, sozialen Bewegungen aller Art? Das ist die konkrete Frage. Und dazu gibt es ein bisschen tastende Versuche, einige Vorschläge und so weiter. Man kommt allmählich dahin. Aber es ist auch noch viel zu tun. Und ich habe es jetzt nur gesagt, damit wir ein Bewusstsein davon haben, dass wir in dieser Richtung ganz viel noch zu tun haben. Und das war mein... Ich habe mich sehr gefreut, dass der Uwe Witt vorhin in der Präsentation dieses Aktionsplans gesagt hat, der Hauptansatzpunkt ist eben nicht einfach nur die Abkehr vom Verbrennungsmotor, sondern der Hauptansatzpunkt ist eigentlich Energievermeidung. So. Das würde ich gerne noch viel stärker in den Vordergrund stellen.
Weil ich glaube, der Kapitalismus ist gerade dabei, uns einen berühmten Satz vorzuhalten und zu leben, der da heißt, es muss sich alles ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Also, wir brauchen ganz viel Umstieg auf die Elektrowirtschaft, sage ich jetzt mal, damit unser Herrschaftssystem bleibt, damit unsere Produktionsweise bleibt und sicherlich brauchen wir dafür auch noch ganz viel Fossiles. So. Und da glaube ich, müssen wir, und das ist auch gemacht worden, das fand ich gut von Ihnen, ja, dass wir eben nicht in die Falle tappen, zu sagen, Elektroenergie ist jetzt, oder Elektroauto und so etwas, ist jetzt die Alternative zum Fossilen, sondern eben Ressourcen, also die Senkung, eine drastische Senkung des Energiebedarfs. Ich will dazu nur eine einfache Rechnung präsentieren. Wir haben im Jahre 2019 haben die erneuerbaren Energien 46%, also fast die Hälfte der Stromproduktion kam aus erneuerbaren Energien. Im Jahre 2010 waren es noch 17%. Das heißt, um von 17% auf 46% zu kommen, haben wir 10 Jahre gebraucht. Wenn wir jetzt alle Stromproduktion aus erneuerbaren Energien machen wollen, müssen wir also den Anteil verdoppeln. Dann haben wir das Problem der Elektromobilität. Da haben wir die elektrischen Autos noch gar nicht berücksichtigt. Die sollen aber ganz massiv, sollen die jetzt gepusht werden. Da gibt es jetzt Berechnungen, will ich jetzt nicht im Einzelnen darlegen, aber es gibt Berechnungen. Wenn alle Autos, die heute existieren in der Bundesrepublik, mit Ökostrom fahren sollen, und zwar richtig mit Ökostrom, nicht Strom aus Fossilen, sondern richtig mit Ökostrom, muss ich die Produktion aus erneuerbaren Energien verdreifachen. Und das beim gegenwärtigen Stand der Autos, die wir haben. Die Autoproduktion soll aber gesteigert werden, selbstredend. Das ist noch nicht einkalkuliert. Diese Rechnung wiederum berücksichtigt noch gar nicht, dass wir natürlich für Wärme, also Heizung und so weiter, und für Industrie ja auch fossile Energie verbrennen. Öl mainly und Gas. Das muss ja dann auch ersetzt werden, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Am gesamten Energieverbrauch machen die Erneuerbaren heute aber nur 15%. Das heißt also, wir müssten diese Produktion versechsfachen, um tatsächlich dieses Klimaziel, diese Klimaneutralität zu erreichen. Geht nicht. Auch erneuerbare Energien sind endlich, weil die Flächen endlich sind, aus Artenschutz, Naturschutz und frag mich nicht, welchen Gründen, auch das ist endlich. So. Ich kenne keinen schlagenderen Beweis als den, um zu sagen, die Antwort ist runterfahren. Güterproduktion runterfahren, Autoproduktion runterfahren und so weiter und so weiter. Energieverbrauch runterfahren, drastisch. Das ist die Grundlage, von der aus wir reden müssen, wenn wir über eine ökosozialistische Perspektive reden. Ja, Hubertus, mit der Frage
Wachstum ja oder nein hängt ja auch ganz eng zusammen die Frage des Erhaltes von Arbeitsplätzen. Es wird ja immer wieder der Gegensatz aufgemacht, Erhalt von Industriearbeitsplätzen oder Ökologie. Ich habe das auch so verstanden, dass das in der Diskussion in der Bundestagsfraktion durchaus eine Rolle gespielt hat. Ist das ein Widerspruch in der Realität, Hubertus, oder wie lösen wir den auf? Also ich glaube, dass dieser Widerspruch, den gibt es tatsächlich nicht. Aber die Frage ist natürlich heikel, weil es natürlich schwierig ist, den Gewerkschaften, aber auch dem Gewerkschaftsflügel bei uns in der Partei klarzumachen, dass das Festhalten an veralteten Industrien letztlich auch den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht weiterhilft. Also ich meine, um es mal sehr deutlich zu sagen, wir erleben ja im Moment, dass aus der Kohle ausgestiegen wird, wenn der Preis stimmt. Das ist doch im Kern der Punkt. Konzerne kriegen jetzt die Kohle in den Hintern geschoben und jetzt steigen sie aus der Kohle aus. Und sie hätten das sowieso gemacht, aus Profitgründen, weil ihr Geschäftsmodell ist auslaufend. Und das wissen sie auch ganz genau. Und deswegen waren sie auch in der Krise. Also erinnert euch an die Debatte, wie es zum Atomausstieg kam. Es war immer der Deal, dass die Konzerne quasi nachdem sie die Profite hatten wegen dem Laufen der Atomkraftwerke, dann letztlich für die Endlagersuche aufkommen sollten. Dieser Deal ist gekündigt worden von der Großen Koalition mit freundlicher Unterstützung der Grünen damals, vor einigen Jahren. Und genau das, und damals wurde dann behauptet von den Konzernen, oder das war die Argumentation im Bundestag, federführend von den Grünen vorgetragen, die Konzerne gehen pleite, RWE, E.ON und wie sie heißen. Und jetzt guckt euch mal heute die Situation an, wo E.ON und RWE und so weiter stehen. Die gehen durch die Decke teilweise, was ihre Börsenkurse angeht. So viel zu dieser ganzen Frage der Pleite. Und damals schrieb die Süddeutsche Zeitung, kurz nachdem das Papier war noch nicht trocken unter den entsprechenden Verträgen, die plötzliche Wunderheilung der deutschen Energiekonzerne. Das ist doch das, was da passiert. Die Konzerne hätten dann die Arbeitsplätze abgeschafft. Aber es ist natürlich ein berechtigtes Anliegen und deswegen haben wir als Linke auch immer eine Beschäftigungsgarantie für die Betroffenen in dem Ganzen gefordert. Was mir in dem Zusammenhang aber auffällt, ist, dass es auch einen massiven Arbeitsplatzabbau im Bereich der erneuerbaren Energien gegeben hat. Also zum Beispiel auch durch Änderungen im EEG-Gesetz. Und wer redet denn da drüber eigentlich dann letztlich? Sind das minderwertige Arbeitsplätze oder sind die dann nicht so wichtig oder sonstiges? Ich glaube halt, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, auch gerade für uns Linke, dass wir diese ganzen Sachen nicht gegeneinander diskutieren. Die Frage des Ausstiegs aus der Kohlebranche zum Beispiel und der Beschäftigung und der Arbeitsplatzfrage. Sondern wir stehen vor allen Dingen vor der Aufgabe, das zusammenzubringen, diese ganzen Sachen. Wer soll das denn sonst leisten? Wir haben Kontakte gerade auch sehr stark in die gewerkschaftlichen Bereiche ran, wobei ich auch deutlich sage, IGBCE macht es uns natürlich teilweise auch nicht immer unbedingt einfach. Es ist halt schwierig. Auf der anderen Seite, und es ist auch manchmal blanker Hass. Wer einmal im Hambi war und das da mitbekommen hat, was da los ist oder um den Hambi herum, wie da miteinander umgegangen wird, auch teilweise natürlich auch von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern teilweise, die da organisiert am Start sind, aber sicherlich auch teilweise sehr unschöne Szenen von einigen, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung unterwegs sind. Und ich glaube, wir haben da auch die Aufgabe, damit zu beizutragen, dass das Verständnis untereinander wächst, dass nämlich die Beschäftigten dann gemeinsam mit den Leuten, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung unterwegs sind, gemeinsam für eine andere Welt dann letztlich sich gemeinsam einsetzen. Dann haben wir auch eine Aufgabe und auch eine bestimmte Verantwortung. Und das hat auch sehr viel mit Bewusstseinsprozessen zu tun. Aber ich will es jetzt nicht zu lang machen, aber so sehe ich das ungefähr, was diese Fragen angeht. Auch wir haben da als Linke die Aufgabe, die Gewerkschaftsbewegung mit der Klimabewegung zusammenzubringen und neben dem Erhalt, also Arbeitsplatzgarantie für die Arbeitsplätze, die wegfallen, auch wirklich das Thema massive Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung zu setzen, weil es wird weniger Arbeit geben, wenn wir die Gesellschaft umbauen wollen, da haben alle mehr Freizeit, es geht allen besser. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Forderung. Aber um nochmal auf die, weltweite Bewegung zurückzukommen. Klimagerechtigkeit ist ja nur international herstellbar.
Also die Industriegesellschaften leben ja gerade zurzeit massiv auf Kosten der Länder des Südens, auf Kosten der Ressourcen der Länder des Südens. Viele klimaschädliche Produktionsweisen wie die Textilproduktion und so weiter wird in Länder des Südens durchgeführt, damit wir hier die Abfälle und den Müll nicht haben oder auch die klimaschädlichen Auswirkungen. Ich denke, das muss uns auch interessieren und die BAG Klimagerechtigkeit hat sich das ja, glaube ich, mit auf ihre Fahnen geschrieben. Und da würde ich schon noch mal sagen, wie seht ihr den Weg für eine gerechte Entwicklungsmöglichkeit, auch gerade für die Länder des Südens? Wie schaffen wir Klimagerechtigkeit international? Das ist jetzt natürlich so eine 2-Minuten-Frage. ich versuche mal, also vielleicht eine Sache, die, glaube ich, da, die man ganz vorweg schicken muss. Es gibt mit den Bewegungen im Süden Akteure, die haben relativ klare Vorstellungen und die warten nicht unbedingt darauf, dass sozusagen die Linken aus dem Norden sie jetzt sozusagen retten. Die sind eher genervt davon, dass sie in Debatten um globale Klimaerwärmung oft als Opfer dastehen. Ihr müsst doch mal darauf achten, wenn so sozusagen Werbung gemacht wird und Geld gesammelt wird für das Thema. Natürlich ist die Lage in Honduras oder in Bangladesch beschissener als hier. Wir haben zwar gelernt, dass die durchschnittliche Erwärmung in Deutschland schon stärker zuschlägt, als sie das global tut. Die Möglichkeiten, sich im globalen Norden gegen die Herausforderungen des Klimawandels zu wappnen, sind aber um ein Vielfaches besser. Also die Niederlande bauen ihre Dämme höher, in Bangladesch kannst du das vergessen. Und die Leute sind ganz anders betroffen. Es gibt dort kämpfende Bewegungen, es gibt dort Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die Forderungen haben. Und unsere Aufgabe hier im Norden sollte sein, sie darin zu unterstützen. Sollte erstens sein, ihre Kämpfe sichtbar zu machen und auch ihre Forderungen nach außen zu tragen. Ich bin nicht mit allem so super zufrieden. Jetzt mache ich auch mal Kritik an Fridays for Future, wie diese Kritik an Siemens und dem Adani-Projekt jetzt gelaufen ist, ne? Dass man so tut, als wäre der Vorstandsvorsitzende der, der da Entscheidungen trifft und so. Aber eigentlich geht es darum, dass man sagt, wir führen hier die Auseinandersetzung mit den Akteuren des Kapitals, die hier sitzen. Das ist unsere Frontlinie. Wir müssen hier uns mit einer anderen Handelspolitik auseinandersetzen. Wir müssen darauf Druck machen, dass die Bundesregierung sich bei Klimaverhandlungen und anderem nicht so versteckt, wie sie das bisher tun. Wir müssen die Frage nach historischer Schuld, ist so ein bisschen schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt eine Akkumulation von pro Kopf sozusagen Emissionen, wenn man das hochrechnet, seit 150 Jahren. Der ganze Reichtum, der ganze Wohlstand, in dem wir hier leben, auch Menschen mit vergleichsweise niedrigen Einkommen, der ist faktisch zusammengeraubt und ist Grund dafür, dass in anderen Teilen der Welt die Menschen miserabel leben. Das muss man thematisieren. Und das bedeutet zum einen, dass wir Wissenstransfer garantieren müssen, dass wir auch in großen Mengen Reichtum transferieren müssen, um die Folgen des Klimawandels im globalen Süden sozusagen abzumildern. Es bedeutet ein Ende der Rohstoffausbeutung und der unfairen Handelsbeziehungen, die wir haben. Und es bedeutet natürlich am Ende auch, das Konsummodell und das Wirtschaftsmodell, das wir hier haben, anzugreifen. Wir leben quasi im Herz der Beste des Kapitals, wenn man das jetzt mal so ein bisschen blumiger fassen will. Deswegen heißt es, unseren Kampf hier führen. Und das ist, glaube ich, dann in enger Abstimmung mit den Genossinnen und Genossen im globalen Süden das Beste, was wir machen können. Das ist internationale Solidarität. Und ganz grundsätzlich, letzter Punkt, die Deutschen und auch die deutsche Linke könnte manchmal noch ein bisschen mehr Interesse an der Auseinandersetzung in anderen Ländern haben. Wenn ihr mal mit Linken in Italien oder woanders zu tun habt, das Wissen darum, was es an Bewegungen gibt, was es an Kämpfen woanders gibt und auch nicht ständig mit den eigenen Moralvorstellungen zu überziehen, was die jetzt nicht richtig oder so machen, da haben wir als Deutsche noch viel, als deutsche Linke noch viel nachzuholen, mit Offenheit ranzugehen. Und da wird man nämlich sehen, die Leute sind nicht nur Opfer, sondern das sind Akteure, die führen Kämpfe, für die hätten wir auf den Arsch gar nicht in der Hose. Die Repression, die die erleben, ist eine ganz andere, die Erfahrung, die sie machen, ist vielleicht andere. Von Sachen wie Agrarökologie und so weiter, sehr viel, was wir lernen können, auch für die Alternativen, die es in Zukunft brauchen. Und wenn wir jetzt sagen, es muss viel passieren, dies ist jetzt die erste ökosozialistische oder vom Namen her, aber wir hatten vor Jahren in Nordrhein-Westfalen schon mal eine große Plan-B-Konferenz, wo es auch um die Fragen des Klimawandels ging. Und der Plan B, der damals die Bundestagsfraktion vorgestellt wurde, Zeche Zollverein, war eine riesengroße Veranstaltung, sehr gut besucht, hat vielleicht auch noch nicht genug Spuren in der Partei hinterlassen, machen wir halt weiter mit der Veranstaltung heute. Und ich gebe jetzt nochmal allen die Gelegenheit für ein kurzes Schlusswort. Ja, hier, ja.
Also ich gehe auch nur auf ein paar Punkte ein, beziehungsweise bitte euch, dann könnt ihr mir E-Mail schreiben oder ruft mal an oder wir treffen uns einfach mal wieder. Man wird es heute nicht abschließend klären können. Ganz kurz zum Begriff Klimagerechtigkeit. Das ist kein kirchliches Konzept, das ist ein Konzept von sozialen Bewegungen aus dem globalen Süden. Die Bali Declaration war damals so ein Versuch, in die Klimaverhandlungen vor etlichen Jahren einzugreifen. Ist ein sehr radikales Konzept, das auf das Konzept der Umweltgerechtigkeit zurückgeht, also soziale Kämpfe mit der ökologischen Frage zu verbinden. Ich würde zu dem leidigen Thema, obwohl es natürlich sehr spannend ist, der Konsumkritik mal sagen, dass ich glaube, wir diskutieren das oft nicht richtig gut. Wir diskutieren das oft mit Ja oder Nein und ist es entweder der totale Hebel oder ist es der totale Schrott. Ich glaube, man kann mal anerkennen, dass es da draußen einen Haufen Leute gibt, die über solche Fragen ihres individuellen Lebens sich politisieren. Das ist ein Hebel, wo wir als Linke reingehen können. Wenn junge Menschen sich zum ersten Mal über die Frage, was ist das mit dem Fleisch, ich habe da ein Greenpeace oder so bekommen, wenn die in so ein Thema einsteigen, das kann ein massiver Einstieg in überhaupt Widersprüche mit dem System als Ganzes sein. Ich bin eine Generation, ich bin ostdeutsch, das spielt vielleicht auch eine Rolle, ich bin über Antifaschismus politisiert worden. Meine Generation damals, da waren es die Nazis. Heute ist es das Klima, die ökologische Frage. Und die sind nicht von Anfang an auf so einem Niveau, wie wir uns das vielleicht wünschen. Das heißt, die Frage ist, wie können wir als Linke Konsumkritik politisieren? Wie nützen wir es, diese Debatte dort als Einstiegspunkt zu bekommen? Und wie sagen wir eben ganz klar, das ist nicht der zentrale Hebel. Also jeder Interkontinentalflug, den du nicht machst, ist eine super Sache, ist richtig. Jede umgestellte Ernährung ist eine super Sache. Aber der Hebel für die Veränderung der Welt ist was anderes. Diese Lüge, dass wir als Konsumentinnen maßgeblich die Welt verändern und nicht als politische Bürgerinnen und Bürger eines politischen Systems, das ist natürlich so eine Verheißung, die über diese ganzen freiwilligen Lösungen, die uns überall erzählt werden, das kann natürlich nicht unsere Debatte sein, ganz klar. Das kann man noch viel sagen, können wir uns noch mal extra treffen. Zu dem Thema Aktionsplan. Wir sollten jetzt die Presseberichte und die Debatte darum nicht so verstehen, dass das jetzt quasi das Ende von so einem Debattenzyklus war. Das ist der Anfang. Das ist ein absoluter Startpunkt und alles, was ihr daran nicht gut findet, steht jetzt zur Diskussion. Jeder von euch hat einen Bundestagsabgeordneten in unserer Fraktion, mit dem könnt ihr mal reden. Für welche Änderungen haben sie sich stark gemacht, warum, weshalb, was ist da noch drin? Es gibt einen Landesparteitag, es gibt einen Bundesparteitag. Ich glaube nicht, dass die Bundestagsfraktion nur ein Gradmesser ist. Sie hat hier was vorgelegt und das ist in vielen Stellen, also es gibt weiße Flecken, das hat Uwe auch gesagt. Über vieles reden wir auch manchmal nicht. Ja? Diese ganze Wachstumssache ist total schwierig für uns, weil da vieles noch nicht ausdiskutiert ist. Wir haben jetzt erstmal nicht die Chance, aus ökologischer Perspektive einige andere Positionen, die darauf lange keine Lust hatten, in die Debatte zu zwingen. Und es wird eine Zeit dauern. Aber es liegt an uns allen, ob wir ein paar Jahre weiter sind in der Debatte und unsere Partei ein Stückchen weitergebracht haben, der Akteur zu sein, der sie gerne wäre, nämlich die, die hier Macht und Herrschaft auf der Welt in Frage stellt. Und das war vorhin das, was ist unsere Rolle global? Ich glaube, die sollten wir nicht unterschätzen. Es gucken viele auf die Debatten, die gerade laufen, auch nicht zuletzt auf die Linke in der Bundesrepublik, weil die doch für einige ein relevanter Akteur und Partner ist. Und wenn wir es hier schaffen, ein paar Sachen nach vorne zu spielen, vielleicht den Grünen auch ein Schnäppchen zu schlagen, die werden nämlich sehr in die Bredouille kommen mit den ganzen Regierungsbeteiligungen und dann haben wir sie am Arsch. Dann kommt es aber darauf an, ob wir gut genug sind, das dann ordentlich zu spielen. Das ist eine harte Arbeit in den nächsten Jahren, deswegen müssen wir uns sehr viel häufiger treffen und ja, dann machen wir einen Punkt. Ich freue mich drauf, bis bald. Ja, der Einstieg über eine Auseinandersetzung mit den Grenzen der Konsumkritik ist wichtig und ist ein Einstieg. Und ich plädiere dafür, dass es auch einen zweiten Einstieg gibt, der tagtäglich dringender wird. Nämlich, dass wir einen Blick auf den notwendigen ökologischen Wandel einnehmen, aus der Perspektive derer, die in den Produktionsbetrieben arbeiten und natürlich auch in den sozialen Dienstleistungen. Wir haben in der Automobilindustrie derzeit ohne irgendein Elektroauto Pläne für Arbeitsplatzabbau in sechsstelligen Dimensionen. Und von 100.000 Arbeitsplätzen ist die Rede. Das passiert jetzt. Und in den nächsten Jahren
bei vielen Zulieferern und so weiter, aber auch bei den großen Konzernen. Diese Leute kriegen jeden Tag in den Kopf gehämmert, dass wenn sie ihren Arbeitsplatz behalten wollen, dann sollen sie tunlichst die Konzerne unterstützen, egal ob sie beim Dieselmotor bleiben oder ob sie jetzt mal gerade irgendeine Lust haben, auf ihr Auto umzusteigen. Das wird ihnen eingehämmert. Und die Umweltbewegung, das sind die Bösen. Die IGBCE hat das noch viel schärfer irgendwie im Ambacher Wald auf den Punkt gebracht. Wenn wir diese Frontstellung in den Betrieben nicht aufgebrochen kriegen, dann nützt uns alles antikapitalistische Geräte außerhalb gar nichts. Und es bieten sich Gelegenheiten. Es bietet sich zum Beispiel die Gelegenheit, das ist auch jetzt nichts Neues, aber ich will es hier auch nochmal sagen, weil es noch gar nicht angesprochen worden ist. Es bietet sich die Gelegenheit im Sommer bei der Neuverhandlung des Tarifvertrages öffentlicher Nahverkehr. Geht es um mehr Entgelt, aber es geht vor allen Dingen auch um mehr Personal. Halbwegs menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Busfahrer. Es geht hauptsächlich um die Busfahrer. Und um andere Schichtpläne und so weiter und so weiter. Und da bist du mittendrin in der Auseinandersetzung darum, dass, wie gehen wir mit dem öffentlichen Nahverkehr um. So. Wir wollen diesen öffentlichen Nahverkehr wollen wir ausbauen, wir wollen ihn aufwerten, aber das heißt nicht nur, dass es mehr Schienenfahrzeuge und mehr Busse geben muss, sondern es muss auch andere Arbeitsbedingungen geben, es muss andere Löhne geben und so weiter. Das ist eine goldene Gelegenheit, eine ganz praktische Verbindung zwischen sozialen und ökologischen Anliegen hinzukriegen. Und an solchen Punkten müssen wir arbeiten. Genauso, wenn wir diskutieren über eine Konversion der Autoindustrie, dann sage ich, wir hatten jetzt letzte Woche auf der Konferenz Gewerkschafter für Klimaschutz, hatten wir einen Kollegen von Daimler, ist die Frage, was tut ihr gegen den jetzt aktuellen Arbeitsplatzabbau? Ja, da wird gesagt, da gibt es Sozialpläne. So. Solange das so bleibt, ist das völlig, da brauchen wir gar nicht über Konversion zu reden. Da brauchen wir auch nicht über den Eindruck von Deiner und BMW zu reden und so weiter. Ja? So, aber das sind die konkreten Schritte, die notwendig sind, damit unsere Perspektive, antikapitalistische Perspektive, auch eine praktische antikapitalistische Perspektive wird. Danke. Ja, danke schön. Also ich fand die Fragen auch alle sehr spannend. Ich kann jetzt allerdings auch, und das will ich jetzt hier an dieser Stelle auch nicht auf alle detailliert eingehen. Also wir können das dann eben nochmal per Mail machen. Also was sich durchgezogen hat, fand ich, ja, die Kritik an dem Klimaaktionsplan ist berechtigt. Und ich freue mich ja auch darüber, dass das ist jetzt ein Anfang. Aber ihr, die meisten von euch, die ihr hier seid, seid ja auch Mitglied der Partei. Da macht doch den Druck. Würde mich freuen. Ja, und passiert ja auch in dieser ganzen Frage. Also ich meine, ich kann mich erinnern, letzter Bundestagswahlkampf hatten wir kein Klimaplakat zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass sich das nochmal wiederholen wird. So weit sind wir immerhin schon mal. Ja, vereinzelt vor Ort. Ja. Aber auf Bundesebene gab es keins. Will ich nur noch mal sagen. Und im Europawahlkampf gab es dann eins. Und ich denke, im nächsten Bundestagswahlkampf wird es auch eins geben. Das ist jetzt gleich ein bisschen platt. Aber es zeigt zumindest, dass das Thema schon angekommen ist bis zum bestimmten Wahl. Aber wir könnten in der Tat auch schon viel weiter sein in der Partei. Und das ist eigentlich das, auch was mich umtreibt. Weil ich das ja auch immer auf Landesebene erlebe. Immer wenn es knifflig wäre, zum Beispiel im Ratsfraktion, sei es bei der Dünaue in Leverkusen, sei es bei Holzkraftwerken irgendwie im Bereich Wesel-Dienstlaken oder ähnliche Beispiele, dann
kriege ich Anrufe von den Ratsfraktionen oder einzelnen Genossinnen und Genossen, weil sie sich da nicht wirklich auskennen. Und das heißt für mich, dass wir als Partei insgesamt, auch auf allen Ebenen, auch in den Kreisverbänden, das besser durchdeklinieren müssen. Wir sind noch, das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Wir sind noch eine junge Partei, aber wir müssen natürlich insgesamt auch an allen möglichen Stellen diese ökologischen Fragen, die Fragen des sozial-ökologischen Umbaus, alle Probleme, die sich damit dann auch ganz detailliert vor Ort teilweise stellen können, lernen besser durchzudeklinieren und die besser zu verstehen. Heißt mit ihnen auch sprachfähiger zu werden in diesen ganzen Fragen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, was die weitere Perspektive angeht, dass wir da, dass das dann eben auch solche Konsequenzen auch nach sich zieht. Dann werden wir nämlich breiter aufgestellt, was diese Fragen angeht und können auch besser mit den Menschen vor Ort dann eben auch diskutieren bzw. sie in Bewegung bringen. Und das bleibt meines Erachtens sowieso nach wie vor der Schlüssel bei der ganzen Frage, dass, ich habe es ja gerade schon auch ein paar Mal gesagt, dass es darum geht, vor allen Dingen eben auch in der richtigen Form Bewegungen in die ganzen Fragen tatsächlich reinzubekommen, als Schlüssel für diese ganzen Fragen. Und das schafft auch mit Bewusstsein. Alle Menschen, die zum Beispiel bei Ende Gelände dabei waren und gesehen haben, wie die Polizei gemeinsam mit dem RWE-Werkschutz da agiert hat, der kriegt vielleicht ein Verständnis dafür, wie es mit der Zusammenarbeit von Staatsorganen und großen Energiekonzernen zum Beispiel in der Wirklichkeit aussieht. Das prägt sich ein. Und das sagt auch politisches Bewusstsein, in der Republik Deutschland haben. Deswegen ist das auch meines Erachtens so wichtig, quasi sich auch dann entsprechend eben auch als Partei, als Einzelner in diesen Bewegungen einzubringen. Ich will zumindest noch einen Satz sagen zu der ganzen Frage der Konsumkritik und der Frage, ist das jetzt ein Gegensatz, persönliche Lebensstile? Also ich glaube nicht, dass das ein Gegensatz ist. Also das gehört zueinander. Ich kann es auch an mir selber deutlich machen. Ich fahre kein Auto zum Beispiel, versuche alles mit dem ÖPNV abzudecken. Ich hasse diese Plastikbecher, die es überall gibt, diese Coffee-to-go-Becher. Ich nehme immer einen Jutebeutel mit, wenn ich unterwegs bin, um einkaufen zu gehen und vermeide das möglichst. Das ist alles okay. Ich finde das auch gut, wenn Menschen da bewusst damit umgehen, mit diesen Fragen. Und es ist auch kein Widerspruch zum Beispiel zu den sogenannten großen Fragen. Ich sage nur, dass letztlich werden wir einen sozial-ökologischen Umbau nur hinbekommen, wenn wir tatsächlich letztlich auch die großen Fragen angehen. Und diese großen Fragen sind für mich vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund eines ökosozialistischen Ansatzes, tatsächlich die Produktionsmittel zu vergesellschaften und unter demokratische Kontrolle zu bringen. Als Kernvoraussetzung für unheimlich vieles, was darüber hinausgeht, weil wir dann nämlich tatsächlich vielleicht nochmal wirksam gemeinsam entscheiden können und entscheiden werden, welche Güter wir als Gesellschaft brauchen und wie wir die Belastungsgrenzen des Planeten dabei nicht überstrapazieren. Darauf kommt es meines Erachtens letztlich als Perspektive auch weiterhin an. Es gibt dafür viele Ansätze, Fragen der Wirtschaftsdemokratie, der Basisdemokratie und. Die kommen ja auch teilweise aus der Arbeiterinnenbewegung. Die sind schon vor circa 100 Jahren oder noch weiter vorher auch maßgeblich mitentwickelt worden. Auch solche Sachen müssen diskutiert werden in diesem ganzen Zusammenhang. Da bin ich in gewisser Weise auch ganz bei dem, was Thies Gleis gerade gesagt hat. Dass es nämlich darauf ankommt, eben einerseits eben auch die Probleme das ist formuliert beim Proletariat, dass da mehr ökologisches Bewusstsein hergestellt wird und dass die ökologisiert wird, umgekehrt aber auch in der, sagen wir mal, Klimabewegung auch klarer zu formulieren, was zum Beispiel Fragen der sozialen Gerechtigkeit angeht. Nur auf diesem Weg kommen wir meines Erachtens weiter und das sind die Aufgaben, die vor uns stehen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass auch die Partei sich in die Richtung weiterentwickelt. Ich habe es ja heute erlebt. Ich finde das total klasse, dass wir heute diese Tagung hier in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. Ja, ich fand es auch klasse, dass wir diese Tagung gemacht haben, dass so viele Menschen teilgenommen haben. Ich fand die Podiumsrunde sehr interessant und spannend und auch eure Beiträge, Fragen, Anregungen. Ich hoffe, damit machen wir weiter. Ja. Kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Mal.